Hallo zusammen. Im folgenden Teil möchten wir jetzt noch ein entartetes Elektronengas betrachten. Das ist der Fall, bei dem man ein Elektronengas hat, das jedoch als seine Phasenraumverteilung einfach als Stufenfunktion annähert im Impulsraum. Man hat also einen gewissen konstanten Wert für p kleiner gleich, für der Fermi-Impuls und 0 für das drüber. Das ist für den Fall eine gute Näherung, dass die Temperatur viel kleiner ist als das chemische Potenzial. Begründen kann man das folgendermaßen, dass wenn man die Fermi-Dirac-Verteilung aufzeichnet, in Abhängigkeit von vom Impuls an einem speziellen Ort den Fermi-Impuls hat, dann hat man links davon einen ungefähr konstanten Wert und rechts geht es dann ungefähr nach 0 runter und es hat einen gewissen Übergang und der ist normalerweise, wie man hier sieht, sehr steil und wenn man dann manchmal 300 Kelvin, das ungefähr Raumtemperatur ist, ist so steil, war das. Also daher kann man das sehr gut als Stufenfunktion annähern. Es ist völlig unproblematisch. Damit kann man dann auch die Teilchendichte sehr einfach ausrechnen, weil es halt einfach eine Funktion zweiten Grades ist, die man integrieren muss. Dann bekommt man halt 4pi pf hoch 3 mal 2 über 2pi hoch 3 mal 3. Und das gibt dann pf hoch 3 über 3pi Quadrat. Es ist also ein Wert, der vor allen Dingen auch nur vom Fermi-Impuls abhängt. Das ist eigentlich auch noch eine lustige Eigenschaft. Jetzt möchten wir den Fall noch betrachten, also den Druck betrachten, der dort vorhanden ist. Dafür kann man sich das vorstellen, indem man zum Beispiel von dem Volumen V1 zum Volumen V2 geht, bei dem man das Volumen senkt. Und wie wir jetzt sehen, hängen Teilchendichte und das Fermi-Level gerade miteinander zusammen. Das heißt, wenn man das Volumen verkleinert, steigt die Teilchendichte und dadurch bekommt man ein höheres Fermi-Level und dadurch gibt es auch mehr Teilchen, die in höhere Impulse und höhere Energien hochgedrückt werden. Man hat also irgendeine Art Gegendruck gegen das, was man dort eigentlich gegen das zusammendrücken. Und dies kann man wie normalerweise ausrechnen mit 1 über 3 Pi Quadrat Integral von 0 nach pf von p mal p hoch 3. Und das gibt für die zwei Fälle, dass pf viel kleiner ist als m, gibt es einen anderen Wert wie für den, dass pf viel größer ist als m. Das ist halt der relativistische Fall und der nicht-relativistische Fall. Beziehungsweise der extrem relativistische Fall.